Damit begrüße ich euch zur vierten Etappe der Vuelta a España. Ich muss leider in dieser Folge etwas leiser reden, weil nebenan ein bisschen meine Vermieterin da ist. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt nicht so laut spreche wie normalerweise. So, wir werden heute versuchen, möglichst das rote Trikot anzugreifen. Wir sind in der Gesamtwertung inzwischen schon ordentlich nach vorne gefahren mit Esteban Chávez, der unser Gesamtklassementsfahrer ist. Das hier heute gilt schon so ein bisschen als Bergetappe. 196 Fahrer dabei. Wir haben noch 1 Minute 17 Rückstand. Alejandro Valverde, den wir hier auch im roten Trikot sehen. Sein Teamkapitän ist dennoch Nairo Quintana, der hier natürlich auch am Start ist. Also sehr gute Teams hier mit dabei. Wir halten uns heute aus der Führungsarbeit eher ein bisschen raus. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Esteban Chávez, unser Teamkapitän. Simon Gerrans natürlich auch eine Ankunft, die für ihn jetzt nicht ganz schlecht wäre. Trotzdem, unsere Fahrer bleiben erstmal ruhig. Wir holen mal Simon Gerrans natürlich nach vorne, dass der nicht ganz hinten fährt. Generell können wir die Jungs mal alle ein bisschen weiter nach vorne holen. Damit wir da nicht direkt Verlust haben. Hier sehen wir Gael Taft wieder, die kanadische Meisterin Alto da Serra Capella. Da ist übrigens A Cappella erfunden worden. Haben wir diesen Gag auch schon mal untergebracht. So. Habe eben ewig lange auch Abonnententeam aufgenommen, bis dann eben meine Vermieterin kam. So, der gute Herr Kaiser hat angegriffen von der Hamburg-Mannheimer. Den Witz hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge. Ich verwerte quasi alles nur wieder. Recycling, auch bei den Gags. Wir gehen wieder in die Kameraperspektive, schauen uns das von oben an, wie wir hier erstmal durchrödeln. Es wird nichts passieren. Wir gehören zu den Favoriten. Ausreißergruppe macht heute auch keinen Sinn, da wir ja tatsächlich Klassementsambitionen haben. Ich sortiere gerade nochmal neu durch. Dann haben wir Yates und Chávez ganz oben. Und haben auch Simon Gerrans eben an vierter Position. Da sind nämlich unsere Fahrer. Das Team ist komplett darauf ausgerichtet, dass Esteban Chávez in der Gesamtwertung weit vorne ist und möglichst viele Etappen gewinnt. Es hat ja auf der letzten Etappe auch schon fast geklappt. Sind wir Zweiter geworden. Simon Gerrans, glaube ich, Vierter und Yates auf Platz 5. Das war durchaus in Ordnung. Vincenzo Nibali. Ich verwechsel manchmal schon ein bisschen was. Ich spiele ja parallel momentan im Pro Cyclist den Giro d'Italia. Da ist Nibali nämlich raus. Hier ist er nicht dabei, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, ich verwechsel das jetzt manchmal schon ein bisschen. Muss da ein bisschen überlegen. Da sehen wir Nibali für Astana hier natürlich nicht am Start. Cataldo ist dort der Kapitän. Jo, jetzt bin ich auch schon ein bisschen durch, nachdem ich, glaube ich, fast 3 Stunden Abonnententeam aufgenommen habe. Und Wasserflaschen habe ich nämlich jetzt einfach mal vergessen. Da sehen wir es schon, Kaffee Haag, komm, das hat sich doch bewährt, dass er uns Wasser holt. Natürlich kein besonders guter Start. Jetzt nochmal einen kleinen Hügel rein und dann müsste Kaffee Haag aber auch gleich mal vorkommen. So, da sehen wir ihn vorfahren und im Treppenhaus gibt es wieder irgendwie Lärm, keine Ahnung, was gerade los ist. Und jetzt fehlt halt nur noch Chávez und Yates mit Wasser. Die Etappe ist relativ kurz. Das sieht man daran, dass wir jetzt schon fast im Ziel sind. Dann können wir mal ein bisschen langsamer. Ansonsten wird die Etappe ja nur 3 Minuten dauern. Das Finale machen wir natürlich wieder in Normalzeit. Und versuchen, wie gesagt, mit Chávez und Simon Gerrans dort vorne zu landen. Taktik habe ich mir jetzt noch nicht so hundertprozentig überlegt. Wir können uns den Anstieg nochmal groß anschauen. Ist halt auch so ein bisschen schwierig. Es gibt nochmal eine Abfahrt. Mal schauen, ob wir attackieren, ob wir eine Attacke mitgehen. Ich würde erstmal ein bisschen passiv rangehen, aber Attacke mitgehen sollten wir auf jeden Fall. Ich muss mich, wie gesagt, immer wieder umgewöhnen. Beim Pro-Cyclist-Modus spielen wir ja einen Etappenfahrer. Der hat dann natürlich überhaupt keinen Beschleunigungswert. Da muss man immer konstant sein Tempo hochfahren. Hier haben wir jetzt wirklich Fahrer, die von der Beschleunigung extrem gut sind. Dafür aber am Berg nicht so gut wie die Topfahrer, wobei Chávez natürlich mit einer 80 richtig gut ist. Also ist immer wieder schwierig im Kopf umzustellen. Jetzt habe ich eben natürlich auch schon Nibali hierher geschickt, obwohl er eigentlich beim Giro da ausgeschieden ist. Und außerdem ist beim Pro Cyclist Modus halt auch noch so, dass die Fahrer ja auch die Teams schon gewechselt haben, weil wir schon in der zweiten Saison sind. Jetzt ist es allerdings auch nicht mehr so weit ins Ziel. Damit die Etappe, wie gesagt, nicht nur 3 Minuten dauert, gehen wir mal runter. Schauen uns Esteban Chávez von nahem an und holen auch Simon Gerrans vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter vor. Das sind die Fahrer, um die wir uns heute kümmern müssen. Wo ist der gute Herr? Da haben wir ihn ein bisschen versteckt. Und wir kommen sie nicht so richtig nach vorne.
So, ich hätte natürlich lieber bei Chavez die gute Tagesform als bei Jarrens, der für den Anstieg sicherlich nicht zu 100% gemacht ist. Der Hügelwert ist sehr, sehr gut. Er kommt da bestimmt auch verdammt gut hoch. Aber er ist halt nicht unser Go-To-Guy, um das mal so zu sagen in der Basketballsprache. 1 Minute 20, 6 Fahrer sind vorne weg. Der Kochetkov, der Kaiser Valet haben wir hier. Kaim Jan, die ruhige Jan. Mina, naja, ist jetzt alles nicht weltbewegend. Und der Venta. Ich kenne nur Rüde Venta. Ist ein Skispringer, oder? Rüne Venta. Norweger. So, jetzt geht's bald in die entscheidende Phase. Sind nur noch 18 Kilometer. Sam Jones und Chavez sind gut platziert. Wasser holen wir jetzt keins mehr. Das ist mir zu risikobehaftet. Das sollte jetzt bis ins Finale reichen. Wir können natürlich mit Jarrens attackieren und Chavez hinten dranhängen. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man so eine Doppeltaktik macht. Dann kann Chavez ein bisschen im Windschatten Energie sparen quasi und trotzdem seine Attacke setzen. Machen wir einfach mal. Ist, glaube ich, gar keine so schlechte Variante. So, ich hole Jarrens nur schon mal nach vorne. Ich möchte jetzt natürlich hier noch nicht attackieren. Wir hängen ihn mal hier bei den Tinkoff-Jungs dran. Natürlich für Contador fahren. Und dann schauen wir, dass wir Chavez auf jeden Fall an Jarrens dranhängen. So, jetzt sind es noch 10 Kilometer, also 11 Kilometer. Jetzt fällt er wieder zurück, der Eumel. So, Führungsarbeit soll er natürlich theoretisch nicht machen. Das ist jetzt wirklich die Frage, was machen wir? Es sind jetzt noch 10 Kilometer. Wir gehen einfach mal Risiko. Wir machen die Attacke. Wir lassen Jarrens attackieren. Und hängen Chavez. Hinten dran. Machen wir die Doppelattacke. Jarrens muss natürlich jetzt auch rausnehmen. Ansonsten klappt das nicht. So, 15 Sekunden, da kommen noch andere, weil Valverde natürlich mit Quintana und so weiter am Hinterrad. Da haben wir aber eine große Lücke nach hinten gerissen. Chris Froome und so weiter sind dort platt. Aber die anderen könnten hier ruhig auch mitarbeiten. Ist nicht so, dass wir hier vorne alleine arbeiten müssten. Jetzt gibt es hier nochmal eine kleine Abfahrt. Wir können natürlich Jarrens jetzt erstmal dafür nehmen, dass er uns die Führungsarbeit macht. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Chavez hat noch genügend gelben Balken für die Distanz. Chavez, sorry. So, wir lassen Jones hier hochfahren. Natürlich extrem steil. Oh, da ist auch Didi Senf natürlich dabei. Weiß nicht, was jetzt gerade hinten passiert. Jones. Hier hinten kommen Contador, Roland, die wir erstmal abgehängt haben. Das sind immer noch 3 Kilometer. Das ist schon noch ordentlich steil. Kommen die anderen allerdings etwas stärker auf. Wir müssen hier dranbleiben. So, es wird flacher. So, ist das nochmal eine Attacke von Moreno? Nee, nicht wirklich. Wie sieht es nach hinten aus? Zwei Fahrer kommen, Roland, Contador, die trotzdem distanziert sind. Jarrens ist mehr oder weniger raus. Er soll sein Ding einfach fahren, ist mir egal. Was er macht. Chavez ist jetzt schwierig. Ich will den roten Balken auch nicht komplett wegfahren. Wir müssen hier in der Reihe bleiben. Jetzt kommt nochmal eine Attacke von Valverde. Da können wir nicht mitgehen.
Ich würde es jetzt einfach gerade mal so durchfahren. Weil wir kommen da nicht mit. Das gewinnt Valverde. Da ist er einfach stärker. Hier kommt nochmal eine Gruppe. Dann sind wir nämlich jetzt auch gleich platt und er holt dann doch deutlich nochmal Vorsprung raus. Quintana auch. Dann sind die Movistar-Jungs natürlich doch etwas stärker. 50 Sekunden verlieren wir auf Valverde. Contador kommt bei einer Minute rein. Roland, Igor Anton von Garderen. Denen aber alle auch nochmal Zeit auf uns verlieren. Moreno ist wurscht. Kruijswijk, Froome und Sanchez. Genier, Meintjes ist hier dabei. Simon Gerrans verliert dann doch fast 2 Minuten noch. Ja, da haben wir vielleicht zu viel Führungsarbeit gemacht. Hätten wir uns eher mal aus der Verantwortung stehlen sollen. Aber ich wollte natürlich auch, wo wir Contador schon mal abgehängt hatten. Es geht für uns ja nicht nur um den Gesamtsieg. Quintana haben wir ein bisschen Zeit verloren, Valverde auch. Aber mal schauen, ob es an den langen Anstiegen bei denen dann auch so stark ist. Also zumindest bei Valverde, der da auch einen guten Wert hat. Ach, das war jetzt hinten raus wieder leider verloren. Bin dann immer ein bisschen zu gierig ab und zu. Aber ich glaube, die ist mit der Strategie unten Gerrans attackiert und macht ein bisschen Arbeit für Chavez. Das ist schon ziemlich gut, weil er einen guten Beschleunigungswert hat. Wir können uns mehr oder weniger hinten dranhängen und ausruhen. Da sehen wir es leider, Chavez im Hintergrund. Hier wieder der Boss auf dem Kran. 50 Sekunden, dann haben wir nur 17 Sekunden gut gemacht im Endeffekt auf Contador, aber 40 Sekunden auf, fast eine Minute auf Froome. Da sehen wir dann 2 Minuten 13 Rückstand jetzt schon auf Valverde, für den dieses Profil natürlich wie gemacht ist. Muss man ja auch mal dazu sagen. Chavez und, ja, wird schwierig. 2 Minuten 13, immerhin an Chris Froome sind wir vorbeigegangen, sind momentan auf dem Podest. Aber ich strebe natürlich den Sieg an. Es gibt noch genügend Möglichkeiten. 5,46, na klar, Movistar ist da nicht zu schlagen. Simon Yates war natürlich dann jetzt auch heute mehr oder weniger raus für den Tag. Ich weiß gar nicht, wo er angekommen ist, Simon Yates. Da auf Platz 53, 5 Minuten verloren. Hätten wir natürlich auch stärker machen können. War, denke ich mal, trotzdem eine gute Etappe dann im Endeffekt. Die 5. Etappe wird dann in Anführungszeichen flach werden. Gibt 2 Berge. Einer der zweiten, einer der dritten Kategorie, wieder leicht ansteigend hinten raus. Das ist einfach Wahnsinn, das Profil. Das ist aber wie gemacht für Simon Gerrans. Müssen wir für ihn fahren. Er hat einen guten Sprintwert, gute Beschleunigung. Und es ist natürlich noch ein Hügel. Das ist, da ist er mit der Top, er ist der Top-Favorit. Mit Valverde, Kwiatkowski, Gilbert. Ach ja, hier sind schon die absoluten Top-Fahrer dabei. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen leise geredet habe und vielleicht nicht ganz so euphorisch wie sonst. Aber wie gesagt, momentan Vermieterin im Haus, da sollte man vielleicht nicht wie ein Bekloppter über Radsport reden, während man alleine in der Wohnung sitzt. Weiß ja nicht jeder, dass man YouTube-Videos macht. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann geht's weiter bei der Vuelta von Vivero nach Lugo. Also, ich hoffe mal, das habe ich auch wieder richtig ausgesprochen. Da gibt es, denke ich mal, auch nichts zu bemängeln. Ich werde auf jeden Fall versuchen, in der nächsten Folge möglichst viel Spanisch zu sprechen, damit dort irgendwo ein Fehler zu finden ist. Zum Beispiel hier von Castellón nach Lucena. Camín del Peñagolosa. Ha! Sabiñánigo nach Salent de Gallego oder Gallego. Aramón Formigal. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war, aber vielleicht waren Fehler dabei. Ich denke mal, manchen Menschen, die einfach wirklich böse von Natur aus sind, macht man damit eine Freude. Nein, Quatsch. Also Augenzwinker, Zwinker. Dann sehen wir uns morgen wieder und versuchen weiterhin, zumindest Alejandro Valverde mal unter Druck zu setzen, wobei diese Etappen natürlich, wie gesagt, wie gemacht sind für ihn. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.